hallo zusammen. Das also ist mein Boot. Ich habe es in vier verschiedene Ansichten gelegt, weil das ist auch unter anderem die meistgewählte Art, ein Boot darzustellen in Zeichnungen oder Aquarellen und so weiter. Aber wie kriege ich das am einfachsten hin, dass ich all diese Linien, die ich habe, hier ist es sehr geschwungen, je nachdem wie ich es anschaue, hier schaue ich drauf, wie kriege ich das hin, dass die einigermaßen sitzen und gar nicht so kompliziert umzusetzen sind. Wie ich das mache, das zeige ich dir jetzt anhand dieses Bootes. Ich gucke mir also die Form nochmal genauer an. Was sehe ich? Hier habe ich zum Beispiel eine Ellipse, worunter sich dann ein Trapez befindet. Ja? Die lege ich mir jetzt hier also hin. Ich zeichne entsprechend der Position eine schräg liegende Ellipse. Und hier unten drunter setze ich mir schon meine Raute. Mit der. So. Dann sehe ich ja, du siehst es oben rechts eingeblendet, hier habe ich eine gerade Linie, also schneide ich mir das hier ab, komme in diesen Bogen und ziehe ihn mir ganz einfach nach oben heraus. Das hier wird also mein Bug. Nehme die untere Linie auf und treffe mich hier oben an der Spitze. Dann zeichne ich mir hier, weiß nicht, mein Kiel hin. Und teile mir innen mein Boot auf. Hier ist also die Rückseite, kann ich sehen bis hier unten hin. Und hier als Parallele wäre quasi der Boden. Jetzt haben wir hier zwei Sitzbänke. Die lege ich mir einen hier rein und noch einen hier rein. Und auch die vordere Sitzgelegenheit lege ich an. Ich habe hier durch die Ansicht eine Stirnseite auf dem Brett. Die zeichne ich mir auch ein. Hier auch. Hier kann ich sie nicht sehen. Ich kann nicht so reingucken. Also ist das erstmal die Grundform, die wir haben. Dann haben wir hier eine Umrandung oder Handlauf. Die Linie verdoppel ich mir oben, indem ich eine weitere Linie oberhalb anlege. Und hier muss ich schauen, wie schaut es aus? Muss ich sie nach innen verkürzen oder kann ich sie mir auch außen anlegen? In dem Fall kann ich sie mir auch außen anlegen und mache das dann. Das hier übernehme ich. Schau, dass ich mir hier eine einigermaßen gleichmäßige Einteilung mache. Eins, zwei, no, jetzt fehlt mir aber hier noch eine, drei. Gehe ich da rein und verlängere mir das nach hier unten und kriege hier nochmal eine Einteilung. Jetzt unterteile ich mir hier auf der Innenseite auch meine Lattenkonstruktion. Hier auch noch. Hier haben wir ja den Boden. Und dann hätte ich eigentlich die Form des Bootes ziemlich einfach umgesetzt. Das kann man natürlich noch spielen. Man kann sagen, gut, hier hinten setzen wir uns noch eine Ruderführung auf. Die haben wir schräg gesetzt. Dann hier auf der anderen Seite Ruder dazu. Alle Linien, die ich nicht brauche, wieder entfernen. Und ich habe mein Boot in einer guten Position. Schauen wir uns das zweite Boot an. Was haben wir da? Im Grunde genommen haben wir hier ein Trapez und auch hier ein Trapez und hier haben wir wieder ein Dreieck.
Ja, das legen wir also an. Ich lege mir hier oben eine schräg gestellte Raute an. Guck. Dann verlängere ich die Linie. Mache das hier auch so. Ziehe jetzt hier schon mein Kiel nach oben und komme jetzt in einem langgezogenen S von diesem Punkt auf diesen Punkt. Also ich öffne hier, komme hin und gehe jetzt hier scharf rauf, komme hier hin und habe die Grundform meines Bootes schon festgelegt. Hier vorne verlängern. Hier habe ich nochmal ein Dreieck. Und jetzt kann ich anfangen, es auszuarbeiten. Also hier hinten wieder den Handlauf. Der geht bis hier hinten hin. Hier geht der oben entlang und kommt auch hier wieder runter. Jetzt möchte ich das aber etwas länger machen, also ziehe ich mir das hier hin, korrigiere die Linie, korrigiere diese, die ist nämlich hier auch in einem Bogen. Alle Linien, die ich nicht brauche, nehme ich wieder weg. Und habe schon die Grundform von diesem Boot. Jetzt kann ich mir das noch ausarbeiten. Hier wieder die Rückwand. Hier habe ich meine Sitzbank, auch mit Stirnseite. Und den Rest sehe ich nicht. Jetzt gehe ich jede einzelne Linie in dieser Flucht nach. Genauso auf der anderen Seite, auf gleicher Höhe. Und korrigiere, was ich übrigens hier auch machen kann. Wenn wir die Bretter anlegen, dann haben wir auch immer einen Stoß und der ist sichtbar. Hier ja nicht. Aber hier, hier und hier. Oh, jetzt bringe ich noch hier, das sind 3D, und hier unten auch. Hier haben sie meistens eine Versteifung, die haben sie dann auch hier, das würdest du dann hier so sehen, ja. Und dann kannst du gucken, ob es passt. Ich glaube, bei mir darf ich hier ein kleines bisschen steiler werden. Das mache ich jetzt. Kleine Korrektur. Und du hast das Boot in dieser Ansicht gezeichnet. Jetzt schauen wir uns dieses Boot hier an. Das ist eigentlich ziemlich leicht. Du machst dir eine schräge Linie für deinen Kiel, worauf du auch ein Trapez anlegst. Und hier unten ein Dreieck. Das ist eigentlich schon so ziemlich alles. Nur, dass du jetzt halt diese Linie wieder in Form bringen musst. Hier haben wir auch ein langgezogenes S. Machst du dir gleich für deinen Handlauf deine Doppellinie hin. Hier gehen wir auch etwas runder runter. Das hier verlängern wir. Und hier unten sind wir etwas runder.
kommen also in diesen Bogen hier rein und hier noch etwas ansetzen. Linien, die du nicht brauchst, wieder entfernen. Hier oben aus dieser Linie machen wir unsere Rückwand, die schließt sich dann hier ein. Die Linie, die du nicht brauchst, wegtun. Hier dürfen wir ein kleines bisschen schräger werden. Und auch hier wieder jede Holzplanke einzeln anlegen. Du siehst, es macht dann einen Bogen nach oben, geht also mit dieser Linie mit. Und das hier wird unser Unterteil. Hier auf gleicher Höhe das Gleiche. Biegt sich nach unten. Und du hast das Boot in dieser Position. Das hier ist eigentlich ziemlich einfach. Es besteht nur aus einem Stab und zwei Dreiecken. Du machst dir also hier deinen Mittelstab hin. Legst dir hier ein Dreieck an und hier ein Dreieck und aus dem formst du jetzt dein Boot. Diese Linie hier in einen kleinen Bogen legen, diese Linie hier auch in einen kleinen Bogen legen und diese Linien hier entsprechend einteilen, aber auch noch ein kleines bisschen runder hier unten gestalten und dann kannst du auf diesen Stab zulaufend deine Holzeinteilung machen im Fischgrätenmuster. Siehst du hier auch dann geben wir dem Ganzen hier auch noch eine Halterung mit. Hier haben wir es auch vergessen, beziehungsweise ich, ihr ja nicht. Ich lege ich noch an. Und dann sind die Teile eigentlich schon fertig zum Ausarbeiten. Ich arbeite jetzt dieses und dieses Boot aus. Wenn du Lust hast, schaust du weiter zu. Ich unterstelle, dass das Licht mal wieder von links oben kommt. Das bedeutet, dieser Bereich ist im Licht. Hier haben wir schon Schattenbereiche. Genauso diese Bootswand ist auch im Schatten. Das bedeutet, ich lege mal hier einen einigermaßen gleichmäßigen Tonwert an. Und weil ich nicht zu dunkel werden will, bleibe ich hier wirklich ganz locker. Nur, dass man ein bisschen Struktur des Papiers sieht und taste mich dann vom Tonwert her sanft nach vorne. Möchte ich hier gleich die Ausarbeitung beginnen. Ich habe übrigens einen 6B Bleistift und lege mir hier auch schon die konkrete Anlage an. Der Handlauf wiederum ist voll sichtbar in der Sonne, aber unter dem Handlauf habe ich nochmal einen Schlagschatten. Deswegen wird es hier auch nochmal etwas dunkler. Genauso wie ich ja jetzt irgendwie vom Tonwert meine Bank unterscheiden muss. Das heißt, dieser Bereich hier liegt definitiv im Schattenbereich, also kann ich ihn schon mal etwas dunkler machen, auch um eine Farbnuance zu bekommen. Und werde mir jetzt hier ein kleines bisschen mit Ausradierung noch einen kleinen
Lichtreflexe reinmachen. Markiere mir hier die Seite, das darf ich, weil hier sind wir ja angedoppt. Und mache mir hier auch gleich eine Notiz für meine Bretter, die hier aufeinander liegen. Jetzt ist das so unglücklich, dass genau der Schnitt dieses Brettes auf einem Seitenbrett des Brotes liegt. Das möchte ich nicht, weil dann kann ich das jetzt nicht so gut unterscheiden. Deswegen mache ich mir das jetzt hier ein kleines bisschen schmaler. Und die Sache sieht schon etwas anders aus. Hier das Gleiche. Hier haben wir definitiv Schatten, also etwas dunkler anlegen. Und auch weiter ausbauen von meinen Brettern. Hier darfst du auch noch mal etwas konkret werden. Seht ihr, jetzt bekommt es schon eine Form. Hier sind wir auch dunkel. Jetzt habe ich aber von dem Brett hier unten drunter auch einen Schatten, also lege ich ihn mir hier an. Und je weiter ich nach vorne komme, umso heller werde ich. Hier habe ich wieder einen Schatten. Und je weiter ich nach vorne komme, umso heller werde ich. Hier habe ich aber auch einen Schatten. Und hier habe ich einen Schatten. Jedes Bänkchen. Da darf man schon mal ein bisschen, muss man darauf achten, dass ich ja jetzt hier einen hellen Tonwert habe und auf der Bank auch. Deswegen kann man, um das auch ein kleines bisschen unterscheiden zu können, durchaus auch mal Flächen etwas mehr betonen, aber nicht als Strich, sondern eher flächig. So, wir gehen jetzt hier weiter. Auch unser Handlauf bekommt einen Farbton. So, auch dieser bekommt einen Tonwert. Aber hier unten drunter auf jeden Fall dunkler und auch konkreter. Damit ich jetzt den Handlauf vom Sitz unterscheiden kann, muss ich auf der Sitzfläche tatsächlich ein kleines bisschen dunkler werden. Dann kann ich das auch gut unterscheiden. Von der Seite hier haben wir den dunkelsten Schatten, also vorsichtig mal anlegen. In einem gleichmäßigen Tonwert und dann den Schatten ausarbeiten. Unterm Handlauf sowieso und auf dieser Stelle kann es schon etwas heller werden, da da auf jeden Fall mehr Licht hinkommt als hier. Hier auch die Unterteilung machen von den einzelnen Brettern und die mache ich jetzt auch tatsächlich. Hier lege ich mir jedes einzelne Brett an und ziehe mir das bis hier hoch. Das Holzteil ist so zu sehen, wenn ich das jetzt hier etwas größer mache. Die Seite liegt
im Schatten. Diese Seite ist etwas heller. Das mache ich ganz dunkel. Jetzt brauchen wir natürlich auch von hier ein bisschen Schatten. Und unser Brot ist fertig. Jetzt machen wir noch diese Anlage. Es ist tatsächlich so, dass ich hier dunkel bin. Hier bin ich dunkel, hier bin ich auch dunkel, hier werde ich etwas heller. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns hier nicht ein zu dunkles Bild anlegen. Deswegen sachte anfangen, Handlauf erstmal auslassen, in einem gleichmäßigen Tonwert hier nach vorne arbeiten. Unter dem Handlauf hier sind wir etwas dunkler. Dann markieren wir schon mal unsere Seitenbretter. Gut. Das geht bis hierhin. Gut. Und legen ab hier nochmal ein bisschen mehr Tonwert auf. Und auch hier gilt, wie wir das gesehen haben, es will rund werden. Das heißt, hier haben wir die dunkelste Stelle. Und weil wir einen Bauch haben, gehen wir sanft in den ursprünglichen Tonwert über. Das gleiche auf der Seite auch. Machen wir erstmal unsere Bretter. Unter dem Handlauf sind wir wieder etwas dunkler und dann einen gleichmäßigen Tonwert anlegen. Hier ist die dunkelste Stelle. Wir kommen aus einer Wölbung raus. Oh, jetzt haben wir noch hier unseren Wellenbrecher konkret anlegen dürfte. Hier nach unten werden wir immer schmaler, das läuft dann also in eine Linie rein. Und auch hier haben wir unsere Befestigung. Nägelchen und Schatten. Den Schlagschatten.
Und das Boot ist fertig. Hier haben wir noch. Dummerweise Reste der Vorzeichnung. Und jetzt kann man durch die Anlage von hell und dunkel wirklich wunderbar die zwei Boote unterscheiden. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Mein nächstes Video wird sein, dass ich Boote in eine Landschaft einbaue und sie für dich hier auf YouTube hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.